In diesem Video geht es um einen Buchhaltungsmythos. Es gibt nämlich eine Sache, die machen alle Selbstständigen, alle Buchhalter und sogar Softwareprogramme machen es genauso. Dabei ist es eigentlich überflüssig. Und zwar geht es um die Bedeutung der Rechnungsnummer und des Buchungstextes, also der Beschreibung bei der Buchhaltung. Ganz wichtig an dieser Stelle, hier geht es wirklich um die Buchhaltung und nicht das Rechnungsschreiben. Denn die Rechnungsnummer ist Pflichtbestandteil einer jeden Rechnung. Denn wenn du Rechnungen schreibst, musst du diese Rechnungen durchnummerieren. Das heißt, du brauchst irgendeine Art von fortlaufender Nummer, mit der du deine Rechnung eindeutig nachvollziehen kannst und auch zeigen kannst, dass du keine Lücken in deinen Rechnungen hast. Das heißt, du musst dir da irgendein System ausdenken, wie du deine Rechnungen fortlaufend durchnummerierst. Und das ist ein Pflichtbestandteil in deinen Rechnungen. Zumindest wenn die Rechnung über 250 Euro liegt, denn bei Rechnungen unter 250 Euro musst du keine Rechnungsnummer draufschreiben. Das ist die sogenannte Kleinbetragsrechnung. Ich habe zu dem Thema Kleinbetragsrechnung auch schon mal ein Video aufgenommen, das verlinke ich dir einmal oben rechts, schau da gerne vorbei. Aber natürlich müssen Rechnungsnummern auf den Rechnungen stehen. Und was auch auf Rechnungen stehen muss, also zwingende Voraussetzung, ist die handelsübliche Bezeichnung der geliefernden Gegenstände oder Art und Umfang der sonstigen Leistung, also der Dienstleistung. Oder umgangssprachlich gesagt, du musst auf die Rechnung schreiben, wofür du die Rechnung eigentlich schreibst. Also es ist relativ logisch, natürlich muss auf einer Rechnung draufstehen, wofür diese Rechnung eigentlich gestellt wird. Das ist eine Pflichtvoraussetzung nach dem Umsatzsteuergesetz und auch das muss natürlich gegeben sein. Aber diese Angaben sind nur Pflicht auf den Rechnungen, nicht aber in der Buchhaltung. Bei der Buchhaltung buchst du ja deine Belege, zum Beispiel die Eingangsrechnungen. Und wir schauen uns das hier einfach mal an bei LexOffice. Bei LexOffice hast du die Möglichkeit, hier einen Lieferanten einzutragen, den Belegtyp, eine Belegnummer, Belegdatum, Fälligkeitsdatum und einen Beschreibungstext. Und ganz viele Selbstständige und tatsächlich auch Buchhalter, also diejenigen, die beruflich Buchhaltung machen, füllen das ganz gewissenhaft aus. Also eine Beschreibung und die Belegnummer. Bei der Beschreibung ist LexOffice immerhin so, dass sie dazu schreiben, dass das Ganze optional ist. Das heißt, du musst hier jetzt nicht das nochmal abtippen, was eigentlich auf der Rechnung draufsteht. Aber bei der Belegnummer ist es folgendermaßen, wenn ich die rauslösche und in ein anderes Feld gehe, sagt LexOffice mir, dieses Feld muss befüllt werden. Und in anderen Buchhaltungsprogrammen sieht das ganz ähnlich aus, dass ich unbedingt eine Belegnummer angeben muss und auch eine Beschreibung, was das eigentlich für eine Transaktion ist. Allerdings ist das überhaupt gar nicht notwendig. Unter bestimmten Voraussetzungen kannst du die Belegnummer und die Beschreibung einfach konsequent immer leer lassen. Und vielleicht klingt das für dich wie eine super Kleinigkeit. Ich meine, Belegnummer, Beschreibung abzutippen, das braucht jetzt nicht besonders lang. Das dauert vielleicht 15 Sekunden. Aber wenn du dir jetzt überlegst, du hast eine Buchhaltung, 1000 Transaktionen pro Jahr und machst für 1000 Transaktionen 15 Sekunden lang diese beiden Felder, dann sind das 1000 mal 15 Sekunden, sind auf ein Jahr hochgerechnet 250 Minuten oder über 4 Stunden. Und diese 4 Stunden kannst du wahrscheinlich sinnvoller in deinem Leben benutzen, als Belegnummern und Beschreibungen abzutippen. Doch kommen wir mal dazu, warum das Ganze eigentlich so ist. Also wie komme ich eigentlich darauf zu behaupten, dass man diese beiden Felder einfach leer lassen kann? Früher hat man die Buchhaltung ja ein bisschen anders gemacht. Da hatte man physische Belege, also ein Papier und da stand das drauf. Und das habe ich abgetippt und hatte dann woanders den Buchungssatz. Und eine Buchhaltung muss so gemacht sein, dass ein fremder Dritter das nachvollziehen kann, was du da eigentlich gebucht hast. Und wenn du eine Papierrechnung hast und einen Buchungssatz in deinem Computer, also in deinem Buchhaltungsprogramm, dann musst du irgendwie diese Verbindung herstellen können. Also jemand anderes, der sich zum Beispiel in 6 Jahren in der Betriebsprüfung mal deine Buchhaltung anschaut, muss ja wissen, wie kommst du eigentlich auf diesen Buchungssatz, also diese Kategorisierung. Und dafür ist die Rechnungsnummer natürlich wahnsinnig hilfreich, weil du mit der Rechnungsnummer ganz eindeutig herausfinden kannst, welche Rechnung eigentlich hinter diesem Buchungssatz steht. Heutzutage läuft Buchhaltung aber in den allermeisten Fällen ganz, ganz anders. Und zwar hat man immer den Beleg und schreibt tatsächlich diese zusätzlichen Informationen zu diesem Beleg. Also der Beleg und der Buchungssatz, also die Kategorisierung, diese zusätzlichen Informationen sind sowieso quasi im Buchhaltungsprogramm fest miteinander verankert. Es gibt überhaupt nicht diese Problematik, dass jemand in 6, 7 Jahren mal hinkommt und nicht genau weiß, wie dieser Buchungssatz eigentlich zustande kommt, weil immer direkt der Beleg dabei ist. Der hängt halt digital da dran. Und das ist bei LexOffice so, das ist bei Lexware so, das ist bei Datev so, das ist quasi bei jedem Buchhaltungsprogramm so. Und immer wenn das gegeben ist, kannst du diese Felder auch ohne Probleme leer lassen, weil es diese Verbindung, diese Brücke quasi der Rechnungsnummer oder der Beschreibung überhaupt gar nicht braucht.
Kleine Anmerkung an dieser Stelle, wenn in deiner Buchhaltung diese Verbindung zwischen Beleg und Buchungssatz halt nicht technisch gegeben ist, ja, dann schreibst du die beiden Felder halt rein. Und es ist natürlich auch kein Fehler, wenn du diese Felder reinschreibst. Ich meine, LexOffice möchte das von uns, dass wir dieses Feld ausfüllen. Wir können es natürlich auch trotzdem machen. Aber ich wollte dieses kurze Video einmal dazu nutzen, um diesen Mythos aufzuklären, weil ich ehrlicherweise ganz häufig mitbekomme, dass sich Leute davon verrückt machen lassen und aufs Jahr hochgerechnet schon auch Stunden ihrer Zeit damit verschwenden. Deswegen spar dir die Zeit bei der Buchhaltung, dann kannst du mehr Videos auf diesem Kanal schauen. Es lohnt sich übrigens, diesen Kanal zu abonnieren. Wir veröffentlichen regelmäßig Videos, wie du in der Buchhaltung und der Steuererklärung noch mehr Zeit sparen kannst, damit du noch mehr Videos schauen kannst. Falls du dir jetzt gedacht hast, LexOffice sieht ganz hübsch aus, damit möchte ich in Zukunft meine Buchhaltung machen oder du möchtest einen Steuerberater beauftragen, damit du noch mehr Zeit hast, dann schau dir mal unten in der Videobeschreibung meine Empfehlungen an. Ich verlinke sie dir aber auch noch einmal hier. Und dann kannst du ehrlicherweise auch schon direkt die nächsten Videos auf diesem Kanal anschauen. Du hast die Zeit ja jetzt, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.